Ich bin gerade ein bisschen am Rumexperimentieren und habe auch schon ein bisschen gearbeitet, wie man sieht. Und dachte, ich mache mal ein kurzes Video dazu, ist wirklich nicht lang, weil ich finde, dass das eine ganz coole Sache ist, die vielleicht den einen oder anderen auch interessiert. Ich fange einfach mal an, was ihr braucht. Ihr braucht einen Strohhalm. Ihr seht das dann schon, was ihr dann wirklich braucht oder nicht, aber ich sage es einfach mal. Ihr braucht einen Strohhalm. Eine Ausstechform, egal welches Motiv, und ihr braucht Fimo. Ich habe jetzt hier noch altes Fimo gehabt. Und dann braucht ihr natürlich Blätter, das ist jetzt schon vertrocknet, das ist von gestern. Und dann hatte ich hier noch so einen kleinen Zweig. Und habe ich mir das Fimo ausgerollt und das dann abgedrückt. Kann man das sehen? Da habe ich dann hier die Blattstruktur. Und das gleiche habe ich mit dem Zweig auch gemacht. Da habe ich das dann hier abgedrückt. Das habe ich dann ganz normal gebacken. Nicht so lange, weil es ist sehr dünn. Ja, und dann wollte ich, also der Plan war, dass ich so Geschenkanhänger habe und so Anhänger für ein Flipbook und so, was man mal noch mit dranhängen kann. Und da wollte ich halt aber natürliches Motiv. Und da habe ich mich dann für die Blätter entschieden. Und ich weiß es nicht, ich hoffe, man sieht es, dass dann hier der Zweig abgedrückt ist. Also genau 1 zu 1 von dem Fimo in die Modelliermasse. Ich benutze hier die ganz normale lufttrocknende Modelliermasse. Und dann habe ich noch mit dem anderen das hier abgedrückt. Da sieht man dann so die Blattadern. Ja, wer es halt nicht als Anhänger möchte, der lässt halt dann das Loch weg. So, ich habe jetzt hier noch ein Stück lufttrockene Modelliermasse, die knete ich gerade nochmal schnell durch. Und dann zeige ich das mal eben. Ja, ich habe das jetzt hier so gemacht. Drücke ich das ein bisschen glatt, dass man nicht schon von vornherein so viele Risse drin hat. Und dann nehmt ihr euch eure, wie soll ich sagen, Schablone oder Form und legt die hier drauf und drückt richtig gut drauf, von richtig schön auf die ganze Fläche, dass sich alles abdrückt. So. Und dann könnt ihr das hier abnehmen und könnt das jetzt natürlich noch mit dem Messer ausschneiden oder ausstanzen, wie ihr wollt. Und dann habt ihr hier diesen Zweig oder Blatt, wie auch immer, was ihr da nehmen wollt, dann abgedrückt. Ich finde das richtig schön, gerade der kleine Zweig hier, weil das wirklich sehr detailgetreu ist. Ja, und das war es eigentlich schon. Wie gesagt, bei dem Blatt habe ich das dann hier dann noch ausgestochen in der Mitte. Ihr könnt das machen, wie ihr wollt. Ihr könnt natürlich auch Blätter nehmen, wie ihr wollt. Und dann könnt ihr euch solche Anhänger machen. Das ist jetzt auch noch nass. Wenn das dann getrocknet ist, ist das richtig weiß. Und vielleicht werde ich es anmalen, vielleicht nur lasieren, aber vielleicht lasse ich es auch Naturfarben. Und das war's eigentlich schon. Viel Spaß beim Nachbasteln. Und wenn ihr irgendwie Fragen habt, könnt ihr die ruhig in die Kommentare schreiben. Und ja, viel Spaß beim Basteln. Bis zum nächsten Video. Tschüss!